Drüber. Das ist dann gut. Ja? Okay. Ne, Papa? Nein, die heißt Tommy. Ja, ich heiße Tommy. Und ich will jetzt Cornflakes essen. Ja. Na, aber ganz schnell dann. Ganz schnell. Mama. Weil, guten Morgen. Ich habe die Standpauke gehalten. Und wir gehen los. Hey. Ja. Aber was ist die Sprache? Papas Henk ist hier. Ach so. Gut, wir sind unterwegs nach Hause wieder. Kita, sag ich schon, in der Schule. Und die Skadi hat heute einen Kita-Termin beim Doktor. Mhm. Was macht der da? Wir machen mir einen Sprühen und dann habe ich dort ein Pflaster drauf. Oh, okay. Und ohne Po-Pflaster drauf. Und ohne auf dem Po-Pflaster drauf. Ja, und dann tut es dort weh. Nein, es tut nicht dort weh. Papa, ich gehe mit Bruno mit meiner Mama Zahnarzt. Dann habe ich heute Zahnarzt einen Termin, Papa, oder? Tja, so ist es. Und jetzt fahren wir nach Hause zu Mama erstmal, ja? Ja. Genau. Jo! Frühstück war. Ach, mein Schön, was? Die ist schon gestern gekommen, die Federtasche. Die habe ich gesehen, ja, mit Einhörner. Nein! Meerjungfrau, stimmt. Ah, oh, Mensch, hat sie doch gesagt. Okay. Was sagst du? Ich schaue sie mir nochmal intensiv an. Wunderbar, wunderhübsch ist das Bild einer Meerjungfrau. Mal, ja? Du kannst dich an deinen Schreibtisch setzen und ein bisschen malen, ja? Mermaids ja, are real. For real? Tischler? Ja, wie heißt der denn? Ja, wie heißt der denn mit Vornamen jetzt? Ne? Ja, weiß ich nicht. Ja, komm, ist ja auch real. Naja. Sind ja Schauermädchen. Was ist da los? Der Felix. Das ist doch gerade ein bisschen eine Weile hier. Ja, ich bin. Moin, moin. Ja, kannst du ja machen. Wolfgang, Neuigkeiten erstmal. DHL lässt Rentner hängen. Tommy, ich will keinen Stress machen, aber ich sollte wirklich genau um die Zeit 10 versuchen, sonst kann ich es vergessen. Und wenn ich nicht um 13 Uhr abends komme, dann ist es nicht. Oh Mann, Alter, ey, das ist ja Wahnsinn. Ja, ne. Dann musst du. Ja, ich pass auf. Nimm noch mal das Rad an. Ich hätte es ja nicht gelassen, am Ende. Für dich, ja. Okay. Gut. Mittag oder? Alles gut. Pick it up later. Ja? No problem. Ja, 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 Kinder da!
Wir sind wieder ein Separé. Separé. Was ist denn da los? Machst du auf? Wie ist los? Sollte man eine halbe Stunde später aufmachen. Tommy, hallo. Ja, hallo. Ja, hab ich schon verstanden. Ganz toll. Habt ihr das Thema. Ganz lieben Gruß. Wir kommen bestimmt mal wieder. Also, das war alles? Das war's, weil wir müssen kurz die Plastik-Jungs zur Arbeit und dann Oh Mann. Ey. Der Klimagipfel. Das ist ja wohl der Gipfel. Ja, das ist ja eine Riesenaktion, oder? Die ist echt angekommen. In zwei Wochen war doch so eine 16-Jährige oder was? Ja, die ist angekommen. Segelboot, ne? Über ja, fantastisch. Thor Heyerdahl fällt mir dazu ein. Mit dem Floß über den Atlantik. Der eine hat sich abwerfen lassen mitten in Brasilien, im tiefsten Dschungelurwald, und hat dann dabei sein Funkgerät verloren. Nee, Funkgerät hat er extra im Helikopter gelassen noch. Hat er eigentlich beigehabt, um seinen vorzubeugen oder so, ne? Die gab er Funkgerät bei, hat er dann oben abgegeben und gesagt, nee, brauche ich nicht. Hat aber auf dem Sprung nach unten irgendwie mit Fallschirm oder sowas, hat er sich dann verheddert und hat dabei sein Rambo-Messer verloren. Ja, und Multitool mit allem, ne? Und jetzt ist er tot. Nee, Zeug und hat, nein. Der schlägt sich durch, der hat sich durch, hat sich dann ein paar Wochen, ein paar Monate später irgendwo gemeldet. Da. Ich ja. Bin tot! Aber wieder da. Oh Mann, war nicht drin? Hm? Wo drin? Weiß ich nicht, ich hab's noch gar nicht raus. Ach so. Denkst du, ich hab dich schon wieder eingebaut? Ja, ich hab gedacht, du hast dich schon wieder drin. Ja, sag mal, Felix, was ist los, Alter? Ich dachte, der geht hier um Schnelligkeit oder was? Ja, super lustig. Nee, das war echt richtig, Telefonat und so, ne? Ja, aber was war jetzt? Ja, ich musste den anrufen, Bewährungshelfer. Und, jetzt? Das ist eigentlich gar kein richtiger Bewährung. Ich habe ja keine Bewährung. Ja. Er klingt ja mal gleich so kriminell. Ja, geklärt, dass ich morgen einen Termin habe hier beim Anwalt da. Es wäre auch praktisch, wenn ich morgen wieder bei Kern und so, ne? Ja. Aber dann erstmal gucken. Jetzt bin ich erst mal heute da. In Ordnung, das ist nicht gut. Oh, weil ob ich den hier aufkriege ohne Werkzeug, weiß ich nicht, aber. Ja doch, wenn der alte Schlauch aus ist, bestimmt, weil der klemmt bestimmt ein bisschen. Okay. Ja. Wenn es noch ein bisschen Tommy-Koks-Puder gibt. Ja. Oh, ah! Ah! Da haben wir schon galaktischen Übeltäter. Naja, vielleicht ist es mir auch kurz der eine, weil unten sind durchgepiekt. Durch, erkennt man an diesen durchgepiekten. Naja, ist nicht schwer zu sehen, wa? So sieht das aus, na? Wenn du mit so einem Eulenreifen hier fährst, sonst bin ich ja auch mal für Recycling, aber das ist dann irgendwann schon mal ziemlich marode. Was kann ich denn auf 8, ja? Naja, der ist halt alt. An den Kanten ist er schon ziemlich verrückt. Also ich bin bei 6,5, 7. Ja, ich komm, kommt doch nicht. Nee. So lassen kann man natürlich die Felgen gehen. Halt. Und der Ding hat auch Lagerspiel, beziehungsweise die, kann man ihm dazu sagen, ja, die Kronen waren handlocker. Habe ich jetzt kurz festgezogen. Ja. Aber hat noch Spiel, also wenn er noch eine Weile fahren will, sollte er das mal machen lassen. Ah, hier das Spiel. Hier, aber so, dass man es ihm zeigen kann. Halt. Und das ist trocken da drin. Ja, das ist, nee, man kann es eigentlich. Laufflächen fühlen sich gar nicht schlecht an. Aber das ist halt viel trocken. Also gehört dann auch Fett rein und alles. Aber wie gesagt, die waren handzahm, die Dinger. Kannst du mit den Fingern kannst du auch schrauben. Okay. Eine Vakulatur.
Stiny, Stiny, Makulatur, alles Vakulatur. Wiggly, 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 Wupp. Ach, Tretlager auch noch. Ja. Dann ist er klar. Schade drum. Jetzt sag bloß. Oh. Ich trottel mal ja. Das halte ich mir wahrscheinlich für unterwegs extra. Alles ist bei ihm, nur kein Schleifpapier. Ja. Wie auch immer, auf alle Fälle, ja, ne? Das schleift, genau. Was macht denn der Felix jetzt da eigentlich? Guten Morgen, Felix, wie geht es dir? Morgen, ja, haben wir uns schon begrüßt. Wie, du Fans, hast noch gar nicht gefilmt? Deine ganzen Fans? Ich hab doch hier extra Alter, die ganze Zeit die Kamera voll gelabert. Ja. Hast du gemacht? Ich meine, du laberst sowieso im Subtext immer. So, was machst du denn jetzt da? Sein. Guckst du jetzt einen kaputten Schlauch an? Der ist kaputt, ne? Hinüber, hier. Oh. Ein Snackenbiss nennt man das. Ah, nee, Snake ist ein Snakebite. Siehst du? Zwei Löcher drin. Einmal hier, einmal hier. Unglaublich. Das kommt, das nennt man auch Felgendurchschlag. Ach ja, im Fachjargon. Jargon. Im Fachwagen. Genau. Und, ja. Na, was machst du denn jetzt da? Naja, den Snakebite. Der muss jetzt halt Gegengift, ne? Das Schlangengift da ist wirklich. Du musst hier diese Nippelschniepel, diese. Ist das besonders Wichtigste, ne? Vor allem, wenn du das so machst wie ich, so professionelles Provisorium. Ja, dann musst du hier diese Pressränder einebnen. Genau, ja. Okay. Verentbürgen. Und dann? Entgebürgen. Ja, und dann nochmal und nochmal, ne? Doppelt hält besser und vierfach sowieso nochmal, ganz fachmännisch. Und dann geht's weiter, dann gibt's noch ein kleines Betriebsgeheimnis, das ist, ne, so wie, also Omas, ne, Nudelsuppenrezept, ne? Das erzählt man ja auch nicht hin zum Kunst, ne, aber... aber Kunst und Hinz kann schon wissen. Na, ja, okay, gut, dann fangen wir mal von hinten an, das Zeug vorne aufzuzäumen, oder wie das Pferd heißt. Und, Moment, jetzt bin ich irgendwo durcheinander gekommen. Mach mal, auf jeden Fall muss man halt erstmal schleifen, genau. Und schleifen und schleifen und schleifen. Und wieder kontrollieren, Maß nehmen, ne, ein, zwei, abheben, Hiebe abheben. Wieder Maß nehmen, noch nicht, okay. Wieder die Lehre ranhalten, noch nicht, okay. Ja, jeder, der eine Schlosserlehre gemacht hat, weiß, wie spannend das ist. Stundenlang auf einem Würfel einen Kreis zu feilen. Ja. Und dann über dem Riss, oh, ein Millimeter, also alles nochmal von vorne. Na, ja, von vorne, nochmal eine Woche schleifen. Genau. Oh Mann, ey. Ja, ich sehe, wir haben das alle schon mal gemacht. Kein Schlosser. Ne? Ja, deswegen würde ich ja auch die Flex nehmen, weil... Okay. Ah ja, gut. Mit einer Flex, genau, mit einer Flex da das weghobeln, ist das eine gute Idee? Naja, ich würde so, ich hab das so. Ja. Da muss man aber einen ganz sensiblen Daumen mit haben. Stufenlose Einstellung, ja, den habe ich. Seitdem hier der mit Riss durchgegangen ist, ist hier alles voll extrem gefühlstechnisch, ne? Hochsensibilisiert. Genau, seit meinem Trommelfellriss habe ich auch, ne, so ein extrem sensibles Gehör und so. Mhm, ja, wirklich, Leute, wenn ihr wollt, dass was besser funktioniert, macht es erstmal kaputt. Ja, ist wie ein gebrochener Knochen, da wo er zusammenhängt, bricht er garantiert nicht nochmal, ne? Ja. Überall drumrum. Also muss ihn einfach nur immer überall einmal gebrochen haben und dann hast dann du das unkaputtbare Skelett. Sieht man auch ein bisschen denn verwaschen aus oder so, aber ansonsten alles cool. Ja, perfekt. Geile Tipps heute am Morgen hier von Felix. Genau. Live auf unserer Showbühne hier im Fahrradsalon. Ist ja hier der Fahrradsalon-Stadel. Wenn man hier so, man sitzt ja eigentlich hier so und da hat man so diesen Rahmen. Hier oben so, da, das ist der Rahmen hier, da ist der Rahmen, das ist die Bühne. Hier so, da, da. Und hier drüben, ne? Hier ist die Bühne. Und da ist der Schausteller, da, der da, der, der da. Der da. Ich bohre ihm jetzt im Ohr. Und dann sitzt man hier so auf diesen Stühlen, wo Wolfgang, sein Platz ist schon Loge, ne? Quasi. Und dann haben wir hier noch eine Nebenplätze und hier ist ja noch ja nicht alles aufgestellt. So. Aber eigentlich kommt hier jetzt die Bühne hin. Boah, die ist aber auch schicker als die. Du wolltest ja erst die Rockchance. Er hat das entdeckt. Die Rockchance, ne? Aber die ist ja... Das meintest du mit diesem Doppelbügel, das ja. Von den einen, ne? Felix hat wieder was entdeckt. Ja, viel schlauer. Also kannst du es insgesamt ja viel leichter. Vielleicht auch. Nicht Manito hat ja die zuerst mit dem nur Rückflügel gehabt. Ne? Ja, genau. Ja, das wird eine Weile halten. Ja, für Anouk sowieso. Anouk, ja.
Boah, Schickimicki. Schnickimicki, wa? Hast du den nicht in Gold genommen? Oder? Ach komm, hör auf, den gab's ja nur so. Ach ja, stimmt. Das ist ja. Das ist gar nicht mehr. Nee. War vor 12 Jahren, als ich meinen bestellt habe. Oh Gott, naja, so. Vor 12 Jahren konnte ich mir den noch nie leisten. Also, ich habe ja Entschuldigung, ich habe ja Dispo. Deswegen hast du ja den ganzen Scheiß an der Backe da. Wegen dem Lenker, ja, ist jetzt so gekommen, wie das bei Felix so ist. Ja, aber nicht nur wegen einem Lenker. Nee, da hat er gleich 10 gekommen. Das ist, wenn du Leute alle siehst mit so einen Schultern und dann fahren die den am Ende vollen Breite an. Die sind extra Maßeinheiten, oder? So. Ja, ja, ist natürlich, damit du den sauber ablenken kannst. Ja, natürlich. Gleichmäßig, ne, und ich noch messen muss und so. Ja, zumindest auf die Standardmaße, aber für Anouk muss es natürlich wahrscheinlich sogar noch ein Stück kürzer sein. Müssen wir natürlich sehen, cool, ob wir den so. Du nach unten fahren kannst, gibt es in 3 verschiedenen Längen. Ne? Die gibt es in 3 verschiedenen Längen. Ich habe natürlich die kurze genommen für Anouk. Klar. Ja. Und kannst noch hochbauen. Es gibt sogar noch ein Erweiterungssystem. Also da gibt es noch so einen anderen Lenker-Einsatz. Und kannst halt auch nicht jeden Lenker da einfach einbauen. Ich hatte einen einzigen von allen Lenkern, die ich hatte, von meinen 50-100 Bike. Der reingepasst hat. Genau gerade rein, weil der so eine breite Klemmung hatte, eben gleichmäßig. Das sind heutzutage sind die auch nochmal schicker. Und hier kannst du auch gut LEDs reinbauen nochmal. Oh, jetzt kommt das schon wieder. Jetzt ist schon wieder los. Nee, aber du wirst den nicht auf der vollen Breite lassen. Ne? Für Anouk, ne? Was sollen die? Sollen die mit der Zähne lenken, denn? Wenn sie die Arme auseinander nimmt und wie am Kreuzchennagel dasteht? Na, das geht natürlich nicht. Der bleibt natürlich nicht auf der vollen Länge. Nee, war das mal so peinlich, als ich die ersten paar Male noch so breit gefahren bin, war? Dachte mir, oh, war ja, ey, wie gut aussehen muss, ne? Also gibt es Leute, die finden das halt cool, so, oder? Weiß nicht, keine Ahnung. Das ist ja auch ein heißes Teil, ey. Wofür hast du denn das hier? Krass, du Mann. Jetzt aber, ist das ein Kinderrad oder ein Jugendrad? Spaßbike für meine Kiddies. Ja. So hochgebaut, ey, da hast du richtig Spielraum, ne? Ja. Kannst du voll jede Stufe nehmen, oder? Ist das so auf? Ja, nimm's mal runter. Das passt dir. Krass. Ist das so original Komposition? Nee, ja, von mir ist das eine Komposition. Okay, weil der Rahmen und... Ach so, ja, jetzt sehe ich's ja. Das neue, die Gabel, das kann ja gar nicht aus dem Jahrgang sein. Krass, ey. Angefahren. Naja, weil ich kein Foto gehabt habe. Nee, kein Foto. Kein Foto, aber so gut wie. Schutzblech schwarz, nicht wackelig. Hi. Was neu. Ich liebe es fast so sehr wie meine Kapsel, wie man sieht. Mit ähnlichem Aufwand. Weißt du, wie das funktioniert? Wie baut man denn so ein Tretlager aus? Das ist ja das erste Mal so ein BMX-Tretlager. Ja, und dann durchgefädelt, ja? Wie beim BMX. Ja, genau. Wow. Vorher natürlich der Kettenschutz, der sich beim BMX nicht befindet, demontiert. Mhm. Also nicht zwangsläufig befindet sich ein Kettenschutz an dem BMX. Ja. Zeigst du das? Dann zeige ich das mal. Für die Leute, ja, hier hinter der Kamera, also hinterm Bildschirm, vor dem Bildschirm, hinterm Bildschirm. Ja, ist ja nicht live, dann freue ich mir das zu. Ja, ja, gut neu geschnitten. Wenn ihr euch jetzt hier irgendwie wieder böse verletzt, muss ich das natürlich rausnehmen. Ja, ja. Erstmal, urban ist ja nicht weit. Urban. Ja, du wirst einfach auf die Straße gelegt. Du bist ja wie so ein räudiger Hund. Vor der U-Bahn gelegt, so mit einem Zettel dran. Komm nicht schon. Kümmert euch. Nicht liegen lassen. Ja. Ja, dann bitte nicht wegwerfen. Ist ja schon weit. Ja, das ist echt krass. Da war doch wirklich tatsächlich jemand in der Bank gelegen. Ne? Diabetiker ist zusammengebrochen. Nee, du musst von hier schrauben. Von hier, von hier. Aber hier. Ja, ich habe ja schon angefangen. Nein. Durch. Was? Da? Ja, ja, ja. Nee, von außen. Ach so, wie? Naja, ich meine, mit dem Ding. Das geht ja aber. Ja, was meinst du? Geht ja locker. Ach so. Sonst müsste ich natürlich nicht. Vierkanten. Nee, ich dachte, wer gekontert. Und der war wirklich ein Diabetiker, über den sind die Leute drüber gestiegen. Ach, der ist da verreckt? Ja, wirklich. Hm. Ja, einmal eine schludrige Lederjacke an, weißt du? Da aus wie ein Penner und das war's. Ja, Pech, ja. Stimmt, die Geschichte habe ich gehört, irgendwas. Wegen unterlassener Hilfeleistung sind da noch ein paar dran gekommen, wa? Ja, so weiter habe ich das nicht.
Oh, bitte liegen lassen. Wird später abgeholt. Das ist der typische Neukölln-Spruch. Bitte liegen lassen, wird später abgeholt. Genau. Nach einem halben Jahr. Ich bin doch nicht gekommen. Da wollt ihr nicht regelmäßig hier? Zu Sohn? Ja. Das hat sich so angehört, als wollte er. Ja, ich glaube, ich bin nur ein Notnagel für ihn. Wenn er nicht mehr geht, dann ist Papa dran. Okay. Naja. Wie, also hat er sich aber woanders beworben, oder wie? Na, richtig. Ja, ich hab ihn zu einer anderen Bewerbungsstelle geschickt, ja. Okay. Ich habe ihn da abgeschnitten. Ich hab gesagt, er will mir da mal vorsprechen. Und? Hat er es gemocht? Hat er gemacht, ja. Aha. Aber ob er gemacht hat, werden wir jetzt diese Woche erfahren werden. Okay. Ja, immerhin haben sie nicht sofort nach Hause geschickt. Nee. Der kann nochmal wiederkommen, ne? So rein. Okay, jetzt kann ich halten. Jetzt schon. Ja, mach. Mach so, ich. Okay. Oder Ecke. In die andere Richtung, bitte. Okay. Ja, schon offen. Ja. Herr Gott, dreh doch einfach. Ja. Okay. Eins, zwei, was? Meine Güte. Mei, oh mei, oh mei. Herr Felix. In die andere Richtung. Ja, aber da geht Also, das nehmen wir schon mal runter. Teil Nummer 1. Ja, nochmal zeigen. Das ist jetzt die uninteressante Seite da drüben hoch, ehrlich gesagt. Also, das Teil ist dann nicht drauf. Im Uhrzeigersinn dreht man nicht auf. Mhm. Entgegen dem Uhrzeigersinn. Macht keinen Sinn. Gibt es keinen Sinn. Fällt man zu. Okay. Wollt ihr auch die ganze Scheibe runternehmen? Einfach nur die Scheibe runternehmen. Erstmal die Scheibe runternehmen, dann kannst du das eigentlich mit der Hand auch drehen. Genau. Ein Haufen Dreck drin. Pass auf, dass die Kugeln jetzt nicht einzeln rausfallen. Mhm. Bitte, bitte, bitte. Dass irgendwo ein Lager kaputt ist. Auf welcher Seite auch immer, auch auf der anderen. Wenn jetzt hier immer auf Spannung halten. Genau. Ja, das sind ja große Kugeln, aber trotzdem. Ah, ja, die Käfig, ist ein Käfig. Ja, wenn der Käfig kaputt ist, kommen die trotzdem. Ja, stimmt. Der sieht okay aus. Das hat sich auch nicht. So. Aber trocken, da ist kein Fett drin. Nur Schmand. Der Lumpe. So, komplett rausnehmen, dann mit. Ab. Mit Bremsenbreiniger. Vorsicht mit dem Mummeln. Ja. Ja, Bremsenbreiniger. Schön sauber machen. Mhm. Beide Seiten, andere Seite Lager. Ja. Wie sieht das aus? Mal reinkicken. Na. Ja. Hält auch noch einigermaßen. Oh, was ist denn bitte? So. So, durchfädeln. Ach so, hier. Der Fädelakt. Ich habe eine Blume geschenkt bekommen. Oh, Rosie. Na, geht's gut? Danke. Ist sie für mich? Oh, ist ja unglaublich. Fahrradverehrung. Ja, echter Fahrradfan. Mhm. Komm, wir mal gucken. Jetzt schon Blumen, ja? Ja. Hab ich dich hier gehabt? Da oben ist er doch. Ich hab einen Sonderauftrag auf alle Fälle. Ich muss die Polizei aus dem Käfermobil holen. Da hängt eine Polizei drin. In dem C1-Bulli. Die hat sich da festgefressen.
Hast du von den falschen Keksen genascht. Hey, voll geil hier, wir bleiben was. Nicht mehr drauf. Ein Auto? Das sind noch gut stabile Käfige. Der eine ist noch ein bisschen locker. Der andere geht noch. Da ist die Polizei. Die Polizei, ja, ja. Yay! Natürlich geht das nur mit Cheating, mit Aufmachen. Ja, kommt denn der heute überhaupt nicht? Oder? Der Praktikant? Nee, der kommt heute nicht. Der soll in die Berufsschule. So, fertig. Machst du schön sauber? Mhm. Ja, meistens macht nutzt man einen Klingelknopf? Ja, einen Bremsenreiniger zum Beispiel, ja. Und eine Schale. Ja, so ein Bremsenreiniger ist ganz geil, wa? Ja! Schnüggeln. Natürlich schön die Schalen gefettet und die Lager. So. So. Ja, schön. Zap. Flutsch. So, die Kette, die können wir gleich noch drauf machen in dem Fall. Ja. So, und die other side. Zack, zack, zack. Was kommt zuerst? Ja klar, das kommt zuerst. Aufs Gewinde, na, da ist schon ein bisschen drauf, ne? Da haben wir aber auch noch ein bisschen drauf schmüren. Ja, das kommt so, schon mal durch den Finger. So. Gegen den Uhrzeigersinn, ne? Gearbeitet hat, ne? Achso, dann schraubt sich das besser auf, ne? Das Ganze ist eine Arbeit von circa einer halben Stunde. Felix hat jetzt Repeat dafür gebraucht. Also, ist jetzt nicht so wichtig, deswegen sage ich es nicht so grundsätzlich. Ungefähr eine halbe Stunde muss man dafür einfahren. Ja, ausbauen, cool, sauber machen, fetten, einbauen. Du? Kann ja nicht jeder so flott werden wie ich hier. Mit Säuberung. Ich habe ja sogar noch die Kettenzähne hier da, ne? Die einzelnen. Haifischzähne und so. Weil ich so neidisch bin, weil ich keine mehr habe. Keine Haifischzähne mehr. So, dann packe ich das mal so rum hier rauf, ja. Denk dran, da ist eine Nut dran, die musst du einfädeln erstmal. Okay. Na klar, hätte ich doch. Genau. Soll ich dran denken, wenn ich es nicht weiß? So eine Nasenscheibe. Dann wenigstens das erledigt, ne? Und dann kommt noch der Kettenschutz drauf. Und dann ist Mittag. Auch noch. Und dann noch ein Schlauch bitte. Die Speicher ist zu lang. Drauf. Meinst du, das kann an dem bisschen liegen? Ach, Gottes Willen. Falls eines feucht ist. Sonst diese tausend Ursachen und wir haben alle mit einem Mal gesehen und werden sie jetzt eliminieren. Den Eliminator. Eliminieren den Eliminatoren, genau. Oh, scheiße.
glaube, es ist abgerissen. Sofort. Oh. Das hört sich gesund an. WD-Folie. Oh, Alien Practice. Oh, guck mal, ich speichere an. Guck mal, ich speichere. Wie die versprungen ist. Schaut mal. Krass. Wie in sich. Ja. Point, point, point. Das war ich ja nicht gerade. Ich hab ihn nur mit gelockert. Da hat jemand echt eine Wurst, eine Wurstspeicherin gedreht oder so. Dann noch falsch, wenn er die mit mehr Spannung, die hätte ja mehr Spannung gehabt, wenn die oben rum, wenn sie richtig gelegt wurde. Nee, aber dann wäre, das hätte es nicht ausgeglichen. Nee, die ist zu lang. Nicht. Ja, stimmt, das sind ja 2 mm oder so locker gewesen. Aber ja. Das ist nicht gebraucht. So, na okay, gut. Dann. Ja, die ist zu lang. Jetzt erstmal mit der. Achso, nee. Ich glaube, wir könnten auch was. So eine Pedale wäre auch nicht schlecht. Ne? Pedale muss man ran. Mhm. Alter, wer baut denn die Speiche ein? Ohne Scheiß. Guck mal, ich habe noch nie eine Speiche ausgespeicht, die vorher gerade war, die dann nach dem Ausspeichen so aussieht. Habe ich noch nie gehabt. Wie ist denn das passiert? Der hat die oder so und dann so krass gezogen, dass sie. Ja, die war total überdehnt. Deswegen hat er die so. Ich dachte, die ist gerissen. Bevor man die einbaut, würde man die ja auch erstmal irgendwie ein bisschen gerade biegen. Das wird nicht den ganzen Felgenring total zerfallen. Ja, der sieht schon gut stabil aus, war auch. Ja, ach so. Das. Okay. Na, hey. Ach, ah, das hier? Ja, ab und zu, ja. Das ist ja cool. Die CSU-Fahrer, die wurden gestern ein Fahrrad geklaut. Ja, Mist. Ja, ja, Jorkstraße. Mhm. Dabei hat die so ein Schloss. Ich hatte so ein Schloss. Krass, nee, ein bisschen dünner, aber ein Abo-Schloss, so eins. Ja, okay. Ey, genau so ein Schloss hatte ich. Krass, echt, das machen wir immer nur mit der Flex auf, ey. Mit was anderem kriegst du das gar nicht. Aber es sind ja, ja. Aber ey, die können ja doch nicht tagsüber mit der Flex da angegangen sein. An der Jorkstraße sind das 1000 Leute. Akku-Flex und so, ne? Ach, an der Jork, ja, es gibt diese, Akku-Flex waren ja lange verboten, ne? Ja. Ja, siehst du, wir haben uns noch neulich drüber unterhalten, weißt du noch, als dieser Typ da war, mit dem geilen Fahrrad, und dann habe ich dir doch gesagt, ich arbeite im Laden, wo... Ja, Mann, so ein Zufall, jetzt bin ich hier, genau, ich war letztens mit ihm im Sattel, aber... Ja. Was war für ein, was war denn, hast du ein normales Bügelding? Ja, ja, das war genau so ein Schloss, exakt dasselbe. Aber nicht das hier, sondern... Genau, das ist so eine Bügel, ja. Pass auf, ich suche so ein Fahrrad. So eins willst du haben? So eins will ich haben. Ein 100 Watt. Ja, gern nämlich eins. Ach so, okay. Und ich nehme auch eins, was einen schlechten Zug hat, weil ich mag sie mir sowieso selbst. Mhm. Aber habt ihr nicht, oder? Nee. Ja. Mach die doch unten. So. Falsch montierte Bremsbeläge zeige ich euch noch mal kurz hier. Mal gucken, seht ihr das hier drauf? Ja, ne, das kann man gut sehen, ne? Hier sieht man diese Kanten. Typ. Ja. Also nicht korrekt montiert. So sieht das dann aus. So muss das nicht aussehen, ne? Da ist er nochmal, und zwar aus dem Grund hier. Der Grund ist gerade jetzt nicht mehr zu hören so richtig, aber hinten die Narbe. Das Spiel, das geht so nicht. Das Hinterrad ist komplett kaputt. Jetzt ein Lager. Voll zerbröselt. Die Laufflächen im Arsch von den Kohlen. Ja, keine Chance mehr.
brauche ich noch einen. So. Komplett eingelaufen. Nichts zu machen. Das war mal der Kugelring. Die Murmeln sehen ja was nach Hütte aus. Unglaublich. Hinter das Lager ist mal gut. Tut noch weg. Dann setzen wir das Lager neu auf. Also ich werde ihm das jetzt notdürftig reparieren. Mit dem Hinweis aber, dass das kaputt ist. Und dass er was Neues braucht. Was haben wir denn jetzt hier? Ich habe ein Schrottrad verkauft und habe ein Schrottrad bekommen. Allerdings muss ich dann von dem Schrottrad den Gepäckträger hier raufbauen und den Ständer unten umbauen. Dafür gibt es nochmal fetten Zehner. Na, Mike natürlich, ist ja scheißegal. Weil hier ist echt alles kaputt an diesem Rad. Alles. Na gut. Man habe umgebaut. Hallo. Jo, schönen Feierabend. Wünsche ich mir selber. Also macht es gut, bis morgen. Wir sehen uns. Bis dann, ciao.